Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Und wenn ihr wieder die Livestreams auf Twitch nicht verpassen wollt, checkt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Heute Nachmittag werden wir auch die Solo Hype Night spielen. Das Ganze beginnt ab 18 Uhr. Checkt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung, wie gesagt, aus. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Heute haben wir den Ninja-Skin drin, wurde ja schon angekündigt von Epic Games und der hat vier verschiedene Stile, einmal Standard, dann mit Maske, dann einen Raven-Stil und einen reaktiven Stil. Ich glaube, beim reaktiven wird das Band hier immer länger, wenn man Kills macht. Ich glaube aber tatsächlich, dass nur der Stil dann wirklich reaktiv ist, was ich eigentlich fast ein bisschen schade finde. Aber bei dem beispielsweise, wenn das Band tatsächlich reaktiv ist, dann macht es ja keinen Unterschied. Oder vielleicht die Standardvariante, die dann auch noch reaktiv ist. Ist auf jeden Fall ganz nice, der Skin. Kostet 1500 V-Bucks, also ist im Prinzip ein epischer Skin. Dazu gibt es dann die Zwillingskatanas. Sehen ganz nice aus, 800 V-Bucks dafür. Dann haben wir von gestern den Bullenhai-Skin. Als nächstes die Unterbiss-Spitzhacke. Und die Haifischgewässer-Lackierung. Dann haben wir noch, passend zum Ninja-Skin, den Ninja-Style-Emote. V-Bucks für einen Tanz mit Emote, auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann haben wir noch den Wahnsinn-Skin. Abtrünnige, geschmeidige Moves. Dann die Pimpelhacke. Und Erderschütterer. Das war's dann mit dem heutigen Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.